Willkommen zum K- und Osterhellsehen. Ich war heute an einem besonderen Tisch. Die Geschichte des Gründonnerstags erinnerte mich im Zusammenhang mit dem schwindenden Vertrauen in die katholische Kirche, nämlich an den Ort, an dem dieser Tisch steht. Ein moderner Altar in einem Dom, der kein Dom ist. Gründonnerstag ist der Tag des Abendmahls, an dem Brot und Wein verwandelt wurden in ein Geheimnis des Glaubens. Christen feiern dieses Geheimnis bis heute als innigste Begegnung mit Gott. Aber die Geschichte von Gründonnerstag geht weiter. Und so wird im katholischen Ritus nach der Feier des Abendmahls der Altar komplett abgeräumt. Das Bild des leeren Tisches in einem verlassenen Raum gehört genauso zu diesem Tag wie Brot und Wein. In diesem Jahr ist dieses Bild so aktuell wie erschreckend. Denn viele Menschen haben nicht mehr das Vertrauen in die Kirche als stellvertretenden Gastgeber und sie gehen. Ich kann das gut nachvollziehen. Das Vertrauen ist wie das Tuch auf der Tischplatte. Es ist weg. Aber Kirche ist die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben und nicht nur derer, die einen in ihren Augen den einzig wahren Glauben vertreten. Mit so einer Haltung wird Macht über Glaubende aufgebaut, mit der großen Gefahr, dass diese missbraucht wird. Und dann wird, wie geschehen, Moral ins Gegenteil verkehrt. Über Glauben muss fortlaufend gesprochen werden, denn er muss sich fortlaufend wandeln. Er lässt sich nicht als ein für alle Mal als wahren Zustand definieren. Denn auch der Gegenpol, das Wissen, ändert sich. Immer wenn Kirche konservativ-dogmatisch wird, nehme ich mir meine Glaubensfreiheit, auch innerhalb der Kirche. Die Gedanken über die Überheblichkeit von Menschen haben mich an diesen Tisch geführt, erst recht durch die Parallele zu diesem Gründonnerstag. Unter diesem Altar hier, zwischen vielen anderen Tieren des Weinbergs, sitzt der Hahn. Neben der unrühmlichsten Person Judas war am Tisch nämlich einer dabei, Petrus, dem am Feuer im Hof des Hohepriesters der Schrei des Hahns klar macht, dass er aus Feigheit seine Beziehung zu Jesus geleugnet hat. Er, dem es bestimmt gefallen hat, Fels genannt zu werden, der stärkste der Apostel, überschätzt sich und er unterschätzt die Kraft, die es braucht, um konsequent, klar und wahrhaftig zu bleiben. Und genau das geschah und geschieht den Petrussen von gestern und heute wieder und wieder. Ich will erzählen von der Hoffnung, die mich erfüllt. Der Schrei des Hahns hat Petrus in seinem Selbstverständnis erschüttert. Möge doch das Krähen, das gerade sehr deutlich zu hören war, dazu führen, dass in der Kirche die priesterliche Aufgabe neu als Begleitung der Menschen definiert wird und die moraline Erziehung mit dem Potenzial zum Machtmissbrauch aufhört. Die frohe Botschaft beim Abendmahl ist ganz einfach. Man soll euch als meine Jünger daran erkennen, dass ihr das Gebot Liebe den Nächsten wie dich selbst vorlebt. Punkt. Nein, doch noch nicht. Denn hätte das Abendmahl heute erst stattgefunden, hätte die Überlieferung von JüngerInnen gesprochen. Punkt. Ausrufezeichen. In das Evangelium wurde über die Jahrhunderte Ausgrenzung hineingelesen. Zum Beispiel, dass es eine Natur- und gottgegebene Rolle der Frau gäbe. Das ist, wie anderes auch, in meinen Augen nicht haltbar. Gründonnerstag erzählt nämlich etwas anderes. Vor Gott sind alle Menschen gleich und ausnahmslos alle sind an den Tisch eingeladen, um Brot und Wein miteinander zu teilen. Ohne Bewertung nach einem menschengemachten Wertekodex. Niemand ist in der Lage, die Würdigkeit eines Menschen vor Gott zu schätzen. Niemand darf von der Teilhabe am Abendmahl ausgegrenzt werden. Wenn nach dem zweiten Hahnenschrei sich dieses Selbstverständnis durchsetzt, dann kommt wieder ein einladendes, schönes Tuch auf den Tisch. Ich hoffe es so sehr.